Liebe Rhetorikritter, liebe Anwärter, ich sehe, euer Training ist weit vorangeschritten. Die Rhetorikmacht ist stark in euch. Aber euer Training ist noch nicht abgeschlossen. Euch fehlt noch das Wissen über die dunkle Seite der Rhetorik. Ich sehe lachende, skeptische Gesichter. Dir mangelt es, glaube ich, an Glauben an die dunkle Seite. Unterstützt mich und verbündet euch mit mir für die nächsten Minuten. Und ich werde euch zeigen, wo ihr überall durch dunkle Rhetorik beeinflusst und manipuliert werdet. Liebe Nürnberger Rhetoriker, liebe Gäste, ich bin nicht Luke Skywalkers Vater, aber ich finde, es gibt eine interessante Parallele zwischen der dunklen Macht in den Star Wars Filmen und dunkler Rhetorik im echten Leben. In den Filmen ist es mit dunkler Macht so, man kann Blitze ausschießen, man kann Dinge durch die Gegend fliegen lassen oder man kann mal jemanden über eine Distanz strangulieren. Im echten Leben ist die dunkle Rhetorik viel subtiler und fällt nicht so auf. Aber damit kann man effektiv Leute manipulieren. Ich möchte euch heute die größten Scheinargumente der dunklen Rhetorik vorstellen und euch zeigen, was ihr dagegen unternehmen könnt. Wir gehen zurück in das Star Wars-Universum. Wir haben auf der einen Seite die Rebellen und einen jungen, ambitionierten Ingenieur namens Tom. Auf der anderen Seite haben wir das böse Imperium. Das Imperium baut gerade den Todesstern. Wer nicht kennt, es ist eine gigantische Raumstation, die nur einen Zweck hat. Einen ganzen Planeten mit nur einem riesigen Laserstrahl auf einmal auslöschen. Der Todesstern ist noch nicht ganz fertig. Und die Rebellen wollen mit einem großen Gesamtangriff mit allen verfügbaren Schiffen die Fertigstellung des Todessternes verhindern. Aber unser Ingenieur Tom hat die gestohlenen Konstruktionspläne vom Todesstern studiert. Und er hat sie immer wieder geprüft und geprüft. Und er kommt nur zu einem Schluss. Der Frontalangriff, der wird fehlschlagen. Die Rebellen werden vernichtend geschlagen. Er sitzt da, studiert die Pläne. Und dann fällt ihm etwas ein. Er hat einen Geistesblitz. Er rennt zum Büro seines Vorgesetzten, seines Kommandanten. Er sagt, Kommandant, ich habe eine Idee. Wir brauchen nur ein Schiff. Wir brauchen einen Torpedo. Wenn wir den in diesen Belüftungsschacht schießen, dann können wir den Todesstern ausschalten. Aber der Kommandant unterbricht ihn. Er sagt, was? Wir haben das schon immer so gemacht mit einem Frontalangriff. Warum sollten wir das jetzt ändern? Außerdem will ich das so mit einem Frontalangriff und dann machen wir das auch so. Tom, ganz verdutzt, stolpert aus dem Büro. Das waren gute Argumente von dem Commander. Oder nicht? Er ist sich nicht sicher. Er weiß nicht, was passiert ist. Aber ihr wisst vielleicht, was passiert ist. Er ist ein Opfer der dunklen Rhetorik geworden. Und zwei Klassiker hat der Commander bewusst oder unbewusst eingesetzt. Der eine, das ist das Traditionsargument. Das haben wir schon immer so gemacht. Wenn euch das auffällt, ist es ganz einfach, dem zu begegnen. Ihr könnt sagen, ja, aber neue Herausforderungen, die erfordern auch neue Wege. Sag mir doch mal ein konstruktives Argument, warum du meine Idee nicht gut findest. Und das andere ist der Zirkelschluss. Einfach zu sagen, ich will etwas so, weil ich es halt so will. Da könnt ihr auch einfach sagen, das ist doch kein Argument. Bring mir doch mal einen triftigen Grund. Tom hat das nicht verstanden. Er geht zurück in sein Apartment. Und hat auf seinem Kommunikationsgerät, sieht er zwei Nachrichten. Dann drückt er auf die erste, ist von seiner Oma. Seine Oma sagt, mein Enkel, ich bin schon ganz alt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch lebe. Aber ich möchte, dass du zu meinem Geburtstag kommst. Er überlegt wieder, was ist passiert. Die Oma schafft es auch ganz unbewusst, dunkle Rhetorik einzusetzen mit einem Mitleidsargument. Ja, will er überhaupt die Oma besuchen oder auch nicht? Das steht ja gar nicht zur Frage. Wenn jemand versucht, euch mit Mitleid zu etwas zu bewegen, dann solltet ihr immer prüfen, ob das echtes Mitleid ist oder jemand vielleicht etwas erreichen möchte. Aber für seine Oma hat er jetzt keine Zeit. Er wischt weiter zur zweiten Nachricht, aber es wird leider noch schlimmer. Seine Frau schreit ihn an. Es ist eine ziemlich laute Sprachnachricht. Du hast nie Zeit für mich. Du arbeitest zu viel. Wenn du mich liebst, dann gehst du mit mir am Wochenende in den Zoo.
Er ist schon wieder verwirrt, aber er wacht langsam auf zu dieser dunklen Rhetorik. Und er weiß, wie man auf so eine emotionale Erpressung reagiert. Er dreht sie rum und er will ihr eine Sprachnachricht zurückschicken. Wenn du mich liebst, dann zwingst du mich nicht, etwas zu tun, worauf ich keine Lust habe. Und lass uns doch am Wochenende was machen, wozu wir beide Spaß haben, was uns beiden gefällt. Aber er kommt gar nicht zum Abschicken. Sein Commander erscheint plötzlich auf dem Bildschirm und sagt, Führungsstab, der findet die Idee doch gut und er soll doch bitte in 30 Minuten eine Präsentation darüber halten. Da unser Tom jahrelang auf Tatooine beim Toastmasters Club war, ist es natürlich kein Problem für ihn, in 30 Minuten einen super Vortrag vorzustellen. Der ganze Führungsstab ist da, alle sind begeistert, es gibt Applaus am Ende und alle stehen, einer nicht. Eine sehr wichtige Führungsperson meldet sich und sagt, das ist ein sehr schöner Plan, aber der wird nicht funktionieren, weil das ist der falsche Torpedo, der kommt niemals bis unten in den Schacht. Und das ist ein Argument, das Leute gern einsetzen, nennt man das Strohhalm-Argument. Jemand zieht eine Sache aus eurer Argumentation raus und versucht damit, eure ganze Präsentation oder Argumentation zu sagen, dass die so nicht gültig ist. Tom hat ja ein bisschen gelernt an diesem Tag, an jeder Ecke hagelt es ja dunkle Rhetorik. Und er reagiert richtig darauf und er sagt, das stimmt, diese eine Sache, da hatte ich nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, aber sagen Sie doch mal was zur gesamten Idee. Wie finden Sie die denn? Den Torpedo können wir noch wechseln. Und er muss auch diese skeptische Person zugeben, das ist eine gute Idee, das können wir so machen und alle zusammen finden noch den richtigen Torpedo und am nächsten Morgen startet der Angriff, es ist ein voller Erfolg. Und das Star Wars Universum ist zumindest für diesen Film wieder sicher. Liebe Nürnberger Rhetoriker, liebe Gäste, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen Geschichte einen kleinen Vorgeschmack geben, was dunkle Rhetorik ist. Ich konnte euch hier natürlich nur die Spitze des Todessterns vorstellen. Ihr müsst euch selber ein bisschen damit beschäftigen, dann werdet ihr sehen, dass an der einen oder anderen Stelle solche Dinge bewusst oder unbewusst eingesetzt werden. Und wenn ihr dann euren nächsten Angriff auf das Imperium plant, wird der sofort angenommen und es gibt keine großen Diskussionen.